Vereinzelt tauchen Informationshäppchen in den Medien auf. Sie tragen, wie vieles, den Titel Krise. Diese Bezeichnung ist berechtigt. Es geht um die Krise der landwirtschaftlichen Produzenten, und zwar weltweit. Es ist beinahe normal, dass man in gewissen Bereichen nicht über den Tellerrand, das ist wörtlich gemeint, hinausblickt. Immer noch viel zu viele Konsumenten haben ausschließlich den Preis der Lebensmittel im Fokus. Billig ist das Schlagwort und die Grundlage des Denken und Handelns. Schauen wir uns um. In der Schweiz findet Ende Mai ein Krisengipfel der Milchproduzenten statt, weil die Produzenten keine kostendeckenden Preise mehr erhalten. In Deutschland ist der Milchpreis unter 20 Euro Cent gesunken. Dies wird etliche deutsche und europäische Milchbauern ruinieren. Ein Zitat: Die Politik müsse eingreifen und endlich mit einer europaweiten Notreduzierung der Milchmenge den Markt steuern. Tue sie das nicht, dulde sie einen fatalen Strukturbruch, der Industrie gefallen möge, der aber keinesfalls im Interesse der Bauern, der Verbraucher und der Umwelt liege. Agrarprodukte um den Globus zu schippern, kann nicht die Lösung sein. Die europäische Agrarpolitik dürfe nicht weiter Steuergelder dazu verwenden, mit Dumpingpreisen auf Kosten von Bauern in Europa und anderswo Markteroberungspolitik zu betreiben. Dies sind Äußerungen eines agrarpolitischen Sprechers der Grünen im Europäischen Parlament. Was heißt das? Es ist die ständig geäußerte Forderung, Landwirte müssten zu den sogenannten Weltmarktpreisen produzieren. Dass Weltmarktpreise und exportorientierte Produktion auch in den USA die Farmer massiv in der Existenz gefährden, äußerte der Chefredaktor einer amerikanischen Agrarfachzeitschrift. Die Krise trifft auch in den USA kleine und große Betriebe, unabhängig von der Größe. Genauso ist es in der EU und in der Schweiz. Was ist zu tun? Konsumenten und Produzenten, also die Landwirte und Bauern, müssen gemeinsam daran arbeiten, dass die Landwirtschaftspolitik statt Weltmarktpreise wieder eine vernünftige, kostendeckende, nachhaltige, menschen- und tiergerechte Produktion ermöglicht. Wachstum soll im Bereich der Grundnahrungsmittelproduktion eine andere Bedeutung haben als immer mehr, immer größer und immer billiger. Und besonders nicht auf die Kosten anderer. Noch haben Verbraucher die Möglichkeit mitzuentscheiden, indem sie ihre Verantwortung beim Kaufentscheid wahrnehmen und bereit sind, etwas weiter als in Preisen zu denken. Dies ist jeden Tag möglich, und es braucht gar nicht so viel Aufwand dazu. Denn Ernährungssicherheit beinhaltet außer sicheren Lebensmitteln auch die Sicherheit, dass es in Zukunft überhaupt noch Produzenten gibt, die dafür sorgen, dass etwas auf dem Teller liegt.